Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Grogo, das ist der Liebe. Lars. Und wir sind wieder in einer Runde Minecraft Dungeons. Genau, in Minecraft Dungeons. Und Grogo, heute Kakteen oder Kürbisse? Oder wir können jetzt natürlich auch in die Feuerschmiede, ne? Wo wir die Redstone-Minen haben. Feuerschmiede ist hier oben. Nee, lass uns eine Runde Auszeit nehmen von so Minen. Wir gehen irgendwo auf eine Weide, oder? Gehen wir auf die Kürbisweiden. Ganz gemütlich draußen ein bisschen Kürbisse ernten. Hört sich doch friedlich an. Okay. Die Raubzüge der Illager haben dieses einst fruchtbare Land in Ödnis verwandelt. Nur ein einziges Dorf blieb bisher verschont. Beeil dich, Held. Du musst die Dorfbewohner vor dem bevorstehenden Kampf warnen. Du bist ihre einzige Hoffnung. Oh nein! Wenn ich die einzige Hoffnung bin, dann sind die eh schon verloren. Keine Sorge, wir sind zu zweit die einzige Hoffnung. Okay, das macht natürlich sehr viel Sinn. Weißt du, ich dachte hier, wir haben mal friedlich mit ein paar Feldern und so. Du schleichst dich gleich. Dich mag keiner. Schleich dich? Ich finde, das passt irgendwie voll nicht. Schleich dich. Weißt du, wenn jemand weggehen soll, dann soll der doch schnell weggehen und nicht langsam. Der soll am besten so verschwinden, dass ich es gar nicht mitbekomme, dass er jemals da war. Also, schleich dich. Okay. Müssen wir jetzt auch nicht diskutieren. Das ist Bayern-Logik, weißt du? Jetzt hab ich alle, die auch aus Bayern kommen, getriggert. Das ist hier oben. Zwei Kilometer weiter. Ja, nicht, Mann, ich bin drei Blöcke weiter. Was kann ich denn dafür, dass du immer bummelst? Das Schaf hat sich vor das Skelett geschmissen. Das wollte das Skelett. Ja, genau. Oh mein Gott, ich habe die Kuh anvisiert. Musst du visieren bei dem Ding? Also musst du anvisieren, wenn du den Blitz schießt? Ja, der schießt den da quasi dahin, wo mein Mauszeiger ist, ne? Oh mein Gott, ich hätte nicht reingehen sollen. Okay, wer ist das denn? Oh Mann, Kroko! Das ist Bat Villager! Oh, wirklich, ja. Ja, der Bruder von Batman. Oh, Rede. Neuer Ort. Erzhafen. Okay, cool. Oh nein. Der Turnschaden ist weniger. Ach du Heilige, was denn hier? Man kommt hier ja hoch. Okay. Wo kommt man hoch? Wo kommt man hoch? Oh mein Gott. Oh, danke schön. Du hast uns gerade ein Level upgegradet. Oh mein Gott, ey, ich habe erstmal reingelesen. Ich bin ja direkt hier, wo du warst. Da konnte man den Berg hoch. Guck mal hier. Hier ist genau ein Block hoch. Guck. Ah, da muss es. Oh, gut. Guck mal hier hoch. Und hier oben waren halt echt 1000 Dudes. Da hinten ist noch TNT und Smaragde und ein Dude. Ja, wie gesagt, hier waren 1000 Dudes. Ja, klar, da waren 2, 3 oder ich so. Ich hab Videobeweis. Oh, hier kommt doch irgendwas. Drauf. Hier kommt doch gleich irgendwas. Schon cool gebaut hier. Jo. Arena. Ich habe einen TNT. Wir können gleich mal hier zünden. Ich bin ja keine Erzillinger und ich habe keine Freunde. Hey, warum? Das sind doch nur 2 Stück. Ich dachte, der tut irgendwas Gescheites hier. Ich dachte, da kommt was Dickes oder so. So ein Vorgeplänkel. Ja, ich meine, dick sind die ja schon so ein bisschen, ne? Hörst du auf, den Hund zu hauen? Bist du frech? So. Finde das Dorf. Hey, du Grumpy Cat, bleib mal stehen. Miau. Jetzt komme ich. Hier ist eine Kuh. Oh mein Gott, diese Säulen, pass auf. Oha. Welche Säulen? Da kommen so Säulen auf dem Boden. Da neben dir, die hier. Nee, die nicht. Die geht nicht an. Okay. Manche fangen an zu leuchten, dann explodieren die, ne? Und dann bist du richtig im Eimer. Wer macht denn die Säulen? Irgendwo. Oh, die da. Ui. Komm mal her. Ich glaube, du brauchst Heilung. Ja, iss mal den Apfel da. Alles gut. Noch ist alles gut. Wir haben das Dorf gefunden. Bin gespannt, was wir uns jetzt wieder vor die Nase setzen. Amphore? Ja, bestimmt wieder 1000 Monster. Ist doch klar. Erstmal durch das Dorf durchlaufen. Okay. Warte, komm mal her. Du musst dich mal hier so vorstellen, als wärst du ein Kunde. Ja, hallo, Champion. Ich habe ganz viele tolle Sachen. Grüne Hut, blaue Hut. Musst du kaufen, Hut? Hast du blaue Hut? Ich habe auch blaue Hut. Level 11. Ich bin Reimerfrau. Oh, hier kann man Zielschießen machen. Ich putze, ich sauge, ich staubwische. Ich hab gerade einen Schuss losgelassen auf so eine Zielscheibe, gleich Explosionspfeil. Dann wird sich auch der Schießstand bedanken, danke. Darf ich einmal schießen? Alles weg. War nett, danke. Jetzt geht's natürlich los. Kommt er wieder, das war eine Falle. Mama, die sind immer voll doof zu mir. Ich tu den jetzt weh, weil ich bin der kleine Erz-Illager. Und ich kann nicht verlieren. Der spielt immer noch viel Call of Duty. Nö, da kam schon wieder so eine Säule her. Wo kommen die denn die her? Der war ein Magier. Ich hab den schon weggeblitzt quasi. Ein Säulenmagier. Ich war mal so frei. Ich muss echt ein bisschen safe spielen hier, weil ich mich... Komm, ich muss eh heilen. Ja, oh Gott, wir müssen den da wegmachen.
Easy. Aber der hält schon einiges aus, also 4 Blitze. Ja, ich habe auch nochmal reingegangen, aber ich habe nur einmal. Ab ins Rathaus. Oh, das war's schon. Sieg! Oh, ja, okay. Ich dachte gerade so, hä, im Rathaus wartet jetzt wer Böses? Aber wir kriegen wieder eine Truhe. Wir kriegen wieder eine besondere Truhe. Und was ist drin? Was ist drin? Was ist drin? Was ist drin? Die Sucht am Ende einer Mission. Ich habe ein Windhorn. Ich habe einen Flammenköcher. Der Köcher ist mit absolut tödlichen Pfeilen gefüllt. Guck mal hier. Level 19, gewöhnlich. Ich habe ein Windhorn. Okay, das ist quasi der Lame-Effekt von dem hier, ne? Ja, so etwa. Was kann denn der Flammenköcher? 16 Fernkampfschaden pro Sekunde. 30 Sekunden, aber ich hab's noch nicht verstanden. Aber ich will den ehrlich gesagt jetzt nicht ausrüsten. Ich finde meine anderen Sachen cooler. Ja, der macht deine Pfeile besser, ne? Denke ich mal. Wahrscheinlich. Okay, ich habe wieder eine Menge an Rüstungsklump und Zeug dabei. Wie cool ist denn? Ich will das haben, warte. Gib mal, ich muss es kaufen. Ist der schon wieder shoppen? Ja! Pass auf! Wie gut! Nie wieder ein Hund! Pass auf, guck mal. Oh Gott, was hast du? Bienen! Oh, so viele sogar! Voll die Armee Bienen! So viele sogar? Kann ich das Ding öfter setzen? Nee, kann ich nicht, okay. Wie cool! Was hab ich denn hier? Panzerhandschuhe. Mit Panzern fühlt man sich zurückversetzt in eine Zeit, in der Kämpfe noch mit Hauen und Stechen im direkten Zweikampf ausgetragen wurden. Bringt überhaupt nichts. Oh, feuerrote Schlange als Bogen. 37 bis 110 Fernkampfschaden. Jetzt muss ich langsam meine Explosionspfeile aufgeben, sehe ich schon. Feuerrote Schlange, Alter. Ach schade, ich kann leider nicht den Köcher auf den Bogen ziehen und damit upgraden. Ja komm, Schuppenrüstung brauche ich jetzt keine. Alter, wie ich mir gerade vorstelle, wie du deine feuerrote Schlange als Sehne benutzt. Diesen zuckersüßen Bogen brauche ich eigentlich auch nicht. Ja. Oh, da hinten ist ein Truhe. Du, ich hab sie gesehen. Du. Guck mal hier. Ah, da hinten. Ich komme. Man muss immer einmal das Lager. Immer einmal das Lager absuchen. Ja, ich hab's gesehen. So von da vorne. Also. Oh, ein Geheimhändler. Hallo. Psst. Ja, genau. Ja, was hast du denn? Du fällst ein Artefakt, Digga. Oh, natürlich. Jetzt wird's Gambling hier. Gewährt dir ein zufälliges Artefakt. Gegenstandskraft 14 bis 22. Muss ich ja gar nicht erst reinschauen. Das braucht ja kein Mensch. Klar, beide gekauft. Hast du wirklich? Ja. Warte. Ich habe einmal eine leichte Feder. Lässt dich eine besonders mächtige Rolle vorwärts vollführen, die Gegner betäubt und zurückstößt. Okay, lass mal gucken. Okay. Wow. Also, musst du die anklicken, die Feder? Nein, die wird benutzt, wenn ich rolle. Bist du sicher, dass die nicht unten in den 3 Slots sein muss? Ah, okay, doch, hast recht. Guck. Okay. Okay, naja. Und was habe ich noch? Totem der Abschirmung. Okay, also man kriegt irgendwas anderes, ich will auch. Die mystischen Kräfte des Totems beschützen alle in unserem Umkreis vor Geschossen. Oh, cool. Ich habe 5,5 Sekunden lang werden wir nicht getroffen von Geschossen. Ich habe einen weiteren Hund bekommen. Aber vielleicht hat er ein besseres Level. 18, ja. Selten. Ja, guck mal, mein ist noch 9. Aber man tauscht doch nicht einfach seinen Hund aus. Ich würde aber gerne mehr Seelen sammeln. Na ja, komm. Ich behalte den Seelensammel-Leid-Gedönsel. So, können wir alles verwerten. Bienen! Wollt ihr mich jetzt ärgern? Wie süß ein Wauwau neben dem Shop da sitzt. Oder nee, das ist das sein Wauwau? Ich weiß es nicht. Doch, der hat 2 Plätze, oder was? Nee. Jetzt geht's wieder. Voll am Ausrasten. So, ich muss noch eine geheime Sache muss ich noch kaufen. Sturmmesser. Ich darf nur auf Super klicken. Das ist schon ein bisschen traurig, dass ich da auf Super klicken muss. Habe ich gleich wieder in 34 Smaragde verwandelt. Nice. So, jetzt nehmen wir mal auf alle Fälle. Wir tun mal den Bogen hier aussortieren, auch wenn der cool war mit dem Springgeschoss. Aber der andere ist einfach hart härter. Der ist einfach. Aber ich hebe ihn noch auf, oder? Schaut mal, verkaufen.
Guck mal, du siehst mich nicht, ich bin versteckt. Im Bienennest. Ah ne, hat eine Chance, dass Pfeile explodieren. Von vornherein. Nice. Rückstoß brauche ich nicht. Durch Bohneffekt, wo die mehrere hindurchfliegen können. Ja, wir machen jetzt mehr Schaden natürlich. Dann vertun wir den hier verwerten. Nee, Beamen! Nice. Eigentlich ist diese Bienen- und Hundefähigkeit voll brutal, ne? Wenn du mal überlegst, wir töten so viele Tiere eigentlich. Schau dir mal meine Pfeile an, wie so eine Balliste. Ja. Wie so eine Balliste. Aber meine fliegen da durch. Meine haben auch die Chance durch. Ne, die habe ich jetzt nicht gemacht. Meine werden nur größer und machen mehr Schaden, das war mir am wichtigsten. Dass ich dann große Dinge schnell weghauen kann. Oh, die fliegen. So, aber das habe schon ich gemacht, die Folge, ne? Das heißt, die muss ich beenden wieder. Schau, was der für eine Reichweite hat, diese Glefe. Mhm. Wie viel Schaden machst du mit der Glefe da? 45. Ich mach 65, okay. Ja. Jetzt 96, Crit. Ne, einmal habe ich auch 67, glaube ich, gemacht. Oder bist du das? Ja, 67 mache ich auch manchmal. Warum ja nicht? Das macht 386. Und das? Und das 166 bei mir. Ach du Scheiße. Das macht 26 und zwar in dem Takt. Das wird ganz schnell, oder wie? Ja, ja. Also mein Bogen macht 212 und dann nochmal 92, wenn der Pfeil explodiert. 210. Mein Bogen macht 39. 213, wow. 211, 212. So. Okay, Kroko, du musst beenden hier. Ja. So, das war schon wieder die nächste Folge Minecraft Dungeons mit dem lieben Lars. Wir haben uns wieder mal gut geschlagen, würde ich sagen, Lars, oder? Jo, und wir haben festgestellt, das geht schneller, als wir dachten. Vielleicht werden in den nächsten Folgen dann zwei Level kommen oder so. Ja, das müssen wir ein bisschen austesten. Ansonsten, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Video liken. Danke. Kommentieren, abonnieren, bei mir und beim Lars. Ihr kennt diesen ganzen Sonntag. Ciao, macht's gut, pfiat euch. Ja, ciao, mit Frau.